Jetzt offiziell guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und ich hoffe, dass wir gemeinsam eine schöne Stunde verleben werden. Es geht um das neue Buch Stupfels Lügenmärchen. Es soll die fast vergessene jenische Sprache wieder aus der Vergessenheit geholt werden. Und ich bin sehr froh, dass wir das hier in der Nähe in Schillingsfürst so kompakt machen konnten, wie es geschehen ist mit diesem Buch. Es erscheint in drei Sprachen, in natürlich Jenisch, auf Deutsch und Französisch, weil die Partnerstadt von Schillingsfürst ist in Frankreich. Jenisch, ich will Sie nicht langweilen, Ihnen nur mal probeweise vier Worte sagen, die Sie vielleicht sogar mitnehmen können und lernen können. Divere Jenisch heißt nichts anderes als reden wir Jenisch. Auf dem Marktplatz in Schillingsfürst stehen drei Figuren. Das ist einmal der Igel. Da unten ist er. Der Igel ist der Stupfel. Und der Mann, der die Igel fängt, ist der Stupfler. Also Divere Jenisch, Stupfel, Stupfler. Und als viertes der Hund. Das ist der Keilow. Aber dazu mehr. Ich, ohne viel da noch weiter sagen zu wollen, lese ich Ihnen das Grußwort vor, was Fürst Konstantin von Hohenlohe, Schillingsfürst, für unser Buch geschrieben hat. Da ist nämlich so viel drin, dass ich es gar nicht erzählen könnte. Also ich zitiere jetzt das Grußwort aus meinem Buch Stupfels Lügenmärchen von Fürst Konstantin von Hohenlohe. Liebe Leserinnen und Leser, ich sage liebe Anwesende, mit Schmunzeln habe ich die sieben Lügenmärchen gelesen, die die Autorin Margret Follertsen die Werke über unsere Stadt geschrieben hat. Sie lässt darin einen uns wohlbekannten Igel, Stupfel, auf seinem Denkmal lebendig werden und aus früheren Zeiten erzählen. Und dabei beruht aber alles auf wirklich vorhandenen Gebäuden und Personen, die die Schillingsfürster Geschichte geprägt haben. So kann heute noch die historische Ochsentretanlage von 1702 besichtigt werden, die der Nürnberger Brunnen- und Röhrenmeister Martin Löhner konstruiert hat. Es gibt heute noch die Olympischen Spiele, bei denen 1896 mein Vorfahr Philipp Ernst der erste Präsident des Deutschen Olympischen Komitees war. Es gibt heute die Liszt-Akademie, in denen jährlich das Liszt-Festival stattfindet. Denn der berühmte Komponist ist verwandtschaftlich eng mit unserem Hause verbunden. Es gibt die französische Fremdenlegion, die als Regiment de Hohenlohe auf Schloss Schillingsfürst gegründet wurde. Und es gibt seit kurzem das Jenisch-Museum, das für die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichende Geheimsprache eingerichtet wurde. Diese vom fahrenden Volk gesprochene Gaunersprache wird so vor dem Vergessen bewahrt. Nur wenige Einwohner unserer Stadt verstehen sie noch und konnten sie übersetzen. Ihnen sei Dank, dass Sie sich die Mühe machten, da die Sprache ja geheim war, gibt es kaum schriftliche Aufzeichnungen. Ich freue mich, dass dadurch das überlieferte Erbe erhalten bleibt und es die Geschichte von Schillingsfürst bereichert. Die dritte Sprache in diesem Stupfelbuch ist Französisch. Damit soll die Verbundenheit mit unserer Partnerstadt Chambray unterstrichen werden. Ich danke allen, die zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben und wünsche Ihnen beim Lesen viel Vergnügen. Fürst Konstantin von Hohenlohe Schillingsfürst, Schloss Schillingsfürst, Oktober 2021. Soweit das Grußwort. Ich darf jetzt weitergeben und vorstellen unsere musikalische
Umrahmung. Das ist einmal Monika, hilf mir mal da, Monika Hirsemann und Uschi Gockel. Ich danke euch, ihr würdet so nett sein und immer die Stücke ansagen. Dankeschön. Zu Beginn spielen wir einen Contredanse, im Französischen auch Cotillon genannt, und war im 17. und 18. Jahrhundert ein ganz beliebter Gruppentanz. Jetzt darf ich vorstellen André Sorokowny, unser Maler, der dieses Buch ganz wunderbar illustriert hat. Er ist so nett, er ist mit den echten Bildern, die hier drin sind, hergekommen. André, darf ich dich vorstellen? Jetzt zeigt André mal den Umschlag des Buches. Das ist der Umschlag. Diese Bilder von André werden anschließend einen Monat drüben in der Bibliothek ausgestellt. Da kann also jeder hingehen und sie sich angucken. Danke dir. Jetzt lese ich die erste Geschichte vor. Wir haben es so gemacht, ich lese immer zwei kurze Geschichten vor, jede ist nur eine Seite lang, und dann spielen wir dazwischen. Dann ist es ein bisschen aufgelockert. Das erste, das Stupfe-Denkmal auf dem Marktplatz. Mitten in der Stadt Schillingsfürst steht auf dem Marktplatz ein Denkmal. Es ist kein gewöhnliches Denkmal. Kein König, kein Streithaus steht darauf. Es ist ein ungewöhnliches Denkmal, denn zwei Tiere und ein Mensch sind hier verewigt. Der Mensch ist ein Stupfler mit einem Sack auf dem Rücken. Das Tier, ein Hund, der für das Aufspüren von Igeln abgerichtet ist. Nein, das Bild vom Stupfler. Das ist falsch. Das ist das Denkmal. Das Einmalige an diesem Denkmal, das ist der Stupfler, genauso sieht es aus. Das ist der Igel im Gebüsch und das ist der Keilhof. Sie haben ja vorhin das Wort gehört. Keilhof, Stupfel, Stupfler. Und das ist der Marktplatz von Schillingsfürst. Und dies ist ein ganz großes Denkmal, also ungefähr bis hierher geht es. Das Einmalige an diesem Denkmal ist, bei Vollmond wird der Igel lebendig. Während der Stupfler und sein Kreilhof sich nicht rühren können, schaut er vom Sockel herunter, um den sich alle Igel aus dem hohen Urland versammelt haben. Und er ruft, auf unsere Vorfahren, die grauenvoll sterben mussten. Dann antworten alle Igel einstimmig. Auf unsere Ahnen! Mit welcher Geschichte soll ich heute voranfangen? Ruft der bronzene Stupfe vom Sockel herunter. Die Antwort könnt ihr gleich erfahren. Ich muss dazu noch sagen, die Stupfels waren ja der Sonntagsbraten der armen Leute,
Igel waren ja freiwillig, alles andere unterlag ja dem Jagdrecht, durfte nicht gejagt werden. Und dadurch wurden die Igel zuerst, also im 13., 14., 15. Jahrhundert, in hohem Ruhrland quasi fast ausgerottet. Aber das gibt es ja heute noch. Die zweite Geschichte handelt von 1753. Wer baut hier, heißt es Lügenmärchen. Fürst Karl Albrecht von Hohenlohe stand an einem der Fenster von Schloss Schillingsfürst und sah hinunter auf das weite Hohenlohe-Land. Er langweilte sich sehr, denn außer seiner Gemahlin, seinen Kindern, seinen Kutschern, seinen Kammerdienern und Köchen war niemand da, mit dem er sich unterhalten konnte. Er seufzte: Wie schön wäre es, wenn ich statt auf Wiesen, Seen und Wälder auf rote Dächer sehen könnte, wenn ich lustige Lieder aus dem Tal hören könnte, viele Kühe auf der Wiese wären und Kinder, die im Herbst Drachen steigen lassen und im Winter einen Schneemann bauen. Da sagte eine Stimme: Sieh doch auf die Straße da unten. Die Stimme kam aus einer Kugel, die viele Stacheln hatte und versteckt im Gebüsch lag. Das war mein Vorfahr Stupfe Jakobus, mein Erzgroßvater. Er sagte: Da gehen viele Leute vorbei, die nach Ansbach wollen, weil sie kein Haus haben. Es sind Händler und Scherenschleifer, Schausteller und Künstler, eben alles Leute mit Verstand und Humor. Schenke ihnen doch das Land, das rund um deinen Berg ist. Dann bauen sie hier ihre Häuser und du hörst die lustigen Lieder und siehst die Kühe und die Kinder, die Drachen steigen lassen. Meinst du, dass die Leute hier wohnen wollen? Fragte der Fürst zweifelnd. Aber ja, sagte Jakobus, nirgends auf der Welt ist es so schön wie hier. Da setzte sich der Fürst auf sein bestes Pferd, ritt hinunter ins Tal und heftete einen Zettel an eine alte Eiche. Auf dem Zettel stand: Hier darf jeder sein Haus bauen. Das ließe sich das fahrende Volk nicht zweimal sagen. Sie warfen ihre wenige Habe auf den Boden und begannen sofort Hütten zu bauen. So entstand das Städtle Schillingsfürst und das Schwarze Viertel. Und der Fürst hörte lustige Lieder, sah Kühe auf der Weide und hatte nie mehr einen Grund zum Seufzen. Eine Gemont ist für gewöhnlich eine lustige Fantasie. Diese klingt ein wenig nachdenklich. Thank you.
Das nächste Märchen stammt original aus 1702. Also ganz ein paar Jahrhunderte zurück. Und heißt Leonardo da Vincis Unendlichkeitsmaschine. Diese Maschine hat tatsächlich Leonardo da Vinci konstruiert und es wurde damals gesagt, es würde Millionen Jahre dauern, bis sie einmal zu Ende ist. Also es wäre eine Unendlichkeitsmaschine. Die gibt es also wirklich und die habe ich hier in dieses Märchen mit eingebaut. Heute ist eine besonders schöne Vollmondnacht. Da will ich euch die Geschichte von Willibald und Ottokar erzählen. Ochse Willibald wog 9,5 Zentner, Ochse Ottokar brachte 10,5 Zentner auf die Waage. Also genau richtig für eine Ochsentretanlage, die das Wasser der artesischen Quelle unweit Schloss Schillingsfürst in die Höhe pumpen sollte. Ihr könnt mir glauben, dass dieses Quellwasser dringend in der Küche des Schlosses zum Kochen, im Garten zum Bewässern und in der Brauerei für süffiges Bier gebraucht wurde. Kein geringerer als der Röhrenmeister aus der Reichsstadt Nürnberg, das ist wahr, konstruierte deshalb einen Muskelkraftmotor. Auf einer schrägen Platte musste Willibald auf der Stelle laufen und durch sein Gewicht wurde die Platte in Bewegung gesetzt. Nach 2 Stunden wurde Willibald von Ottokar abgelöst, der nun lief um 40 Liter pro Minute, heute noch, in die Rohre zu pumpen. Und das 3-mal am Tag, also insgesamt 12 Stunden. Prinzessin Stephanie hörte, wie der Brunnenwärter sagte, Willibald und Ottokar würden dabei nicht alt werden. Das erfuhr meine Erzahnen-Urgroßmutter, Urgroßmutter Johanna, die beim Brunnenwärterhäuschen, Cynthia ist die Urgroßmutter vom Igel, die wohnte beim Brunnenwärterhäuschen mit ihrer Familie. Denn Prinzessin Stephanie hatte keine Freude mehr am Sticken und Weben, wenn sie an Willibald und Ottokar dachte. Sie überlegte tagelang, wie man das Hochpumpen des Wassers anders bewerkstelligen könnte. Hatte nicht ein großer Erfinder mit Namen Leonardo da Vinci im Jahr 1490 das alte Schloss besucht? Hatte er nicht damals eine Maschine als Geschenk dagelassen, von der es hieß, sie könnte 1 Million Jahre laufen und menschliche Muskelkraft ersetzen? Prinzessin Stephanie suchte lange auf dem riesigen Dachboden, bis sie den Kasten fand, auf dem stand Unendlichkeitsmaschine, gebaut 1489 von Leonardo da Vinci. In einer Vollmondnacht wie diese bat sie ihren treuen Diener Balduin, den schweren Kasten in die Ochsentretanlage zu schleppen. Meine Erzahnen-Urgroßmutter hörte mit eigenen Ohren, wie die schräge Platte, die sonst durch das Gewicht der Ochsen zu rotieren begann, durch die Unendlichkeitsmaschine in Bewegung gesetzt wurde und nicht nur 12 Stunden, sondern ununterbrochen lief. Und das bis heute. Da sage man noch, Prinzessinnen verstünden nichts von Technik. Im Gegenteil, sie brauchen dazu nur eine Maschine von Leonardo da Vinci. Jetzt lese ich, Jetzt lese ich noch eins. 1830, die Hochzeit von Schillingsfürst. Ich darf dazu sagen, dass die Namensgeberin dieser Geschichte eine Prinzessin Johanna ist. Und wir haben die große Ehre, ich darf es sagen, Prinzessin Johanna
von Schillingsfürst Hohenlohe, Waldenburg zu Ratibor und Corvey unter uns zu haben. Ich darf danken, dass ich das senden durfte. Sie vertritt sozusagen die Familie Hohenlohe. Die Hochzeit von Schillingsfürst. Ich, der Bronzestupfel, möchte ich heute von Marie, der Tochter des Scherenschleifers, und von Hans, dem Sohn des Kesselflickers, erzählen. Sobald sie sich liebten, wollten sie heiraten. Aber obwohl sie sehr fleißig arbeiteten, hatten sie nicht genug Taler, um sich Eheringe zu kaufen. Ohne Ringe aber durften sie nicht heiraten. Und so seufzte Marie immer wieder: Nur weil wir arm sind, können wir uns keine Ringe kaufen. Diesen Seufzer hörte Prinzessin Johanna, als sie aus dem Schlossfenster sah, weil im Hof der Scherenschleifer großen Lärm beim Schleifen der fürstlichen Scheren machte. Sie überlegte, wie sie dem armen Liebespaar helfen könnte, und sah dabei auf ihre Schmuckschatulle. Sie besaß viele Ringe. Sie konnte leicht einen oder zwei entbehren. Aber sie durften ja nicht zu kostbar sein. Dann hätte es vielleicht ein Geschrei gegeben. Gestohlen habt ihr sie, ihr jenischen Diebe seid ihr, hängen sollt ihr. Nein, das wollte Prinzessin Johanna auf keinen Fall. Sie wählte zwei einfache Goldringe aus. Was ist jetzt? Sie wählte zwei einfache Goldringe aus. Der größere Ring trug auf der Innenseite ein H, was sowohl Hans, aber auch Hoheit heißen konnte. Der kleinere Ring war mit einem M gezeichnet. Vielleicht für Marie, vielleicht für Majestät. Prinzessin Johanna konnte aber nicht einfach in das Dorf gehen, denn das wäre aufgefallen. Doch wem sollte sie die Ringe anvertrauen? Da fielen ihr ihre besten Freunde ein, die Igel. Sie fragte Frankie, meinen Obergroßvater: Kannst du heute Abend unbemerkt ins Dorf hinunterlaufen und Marie und Hans diese Ringe bringen, damit sie endlich heiraten können? Sie schob vorsichtig, das ist Prinzessin Johanna und das ist der Igel, sie schob vorsichtig die beiden Ringe über die Stacheln, sodass sie fest saßen. Sie bedankte sich und drückte die Daumen, dass alles gut ging. Doch das war gar nicht so leicht, denn die Ringe glänzten im Mondschein und mein Obergroßvater musste höllisch aufpassen, dass der abgerichtete Stupfel des Stupflers ihn nicht sah. Auch jauchzte Marie laut auf, als sie die Ringe sah. Das hätte fast die Eltern geweckt. Nun aber konnte endlich Hochzeit gefeiert werden. Und weil Prinzessin Johanna bat, man möge der Köchin erlauben, alle Reste eines Tages behalten zu dürfen, wurde das köstlichste Hochzeitsmahl serviert, zu dem ein Scherenschleifer und ein Kesselflicker je eingeladen haben. Die beiden Ringe aber, die ein H und ein M tragen, gibt es heute noch in Schillingsfürst. Aber wer sie trägt, das verrate ich euch nicht. Nun spielen wir einen historischen Gesellschaftstanz, eine Gavotte, auch aus dem 17., 18. Jahrhundert. Thank you.
Das nächste Märchen ist von 1859 und heißt Franz Liszt und Dantes Hölle. Ich sage die reine Wahrheit, wirklich, dass meine Stammgroßeltern einen der berühmtesten Komponisten, nämlich Ferenc Liszt, beim Gespräch belauscht haben. Denn sie wohnten in dem Gebüsch, wo jetzt das Denkmal Franz von Liszt steht. Das ist mitten im Kardinalsgarten beim Schloss Schillingsfürst im Hohenloher Land. Das müsst ihr euch mal ansehen. Dort ging Franz Liszt oft mit dem Kurienkardinal Gustav Adolf spazieren und erzählte ihm von seiner Tochter Cosima Wagner, die bis zu ihrem Tode die Bayreuther Festspiele geleitet hat. Denn Franz Liszt und die Hohenloher Fürsten sind miteinander verwandt. Ich bin zwar nur ein Stupfel und empfinde nicht viel bei klassischer Musik, aber wenn in der Liszt-Akademie das Ora pro nobis erklingt, muss ich mich einigen vor Ergriffenheit. Mein Stammgroßvater hat mir erzählt, dass Franz Liszt als einziger Komponist die berühmte Dichtung von Dante Alighieri, die Divina Commedia, in eine Symphonie vertont hat. Stellt euch vor, dieses berühmte Werk der Weltliteratur. 1000 Qualen beschreibt Dante darin. Er lässt die Seelen der zur Hölle Verdammten büßen. Und weil er vom Papst Bonifaz, der VIII., mit dem Bann belegt wurde, reine Wahrheit, schmort sogar ein Kirchenfürst in seiner Hölle. Als Franz Liszt dies dem Kurienkardinal erzählte, wurde der richtig böse. Mein Stammgroßvater hörte, wie der Kurienkardinal antwortete: So wahr ich hier mit dir, Franz, im Kardinalsgarten spazieren gehe, so wahr ist Papst Bonifan im Himmel und nicht in Dantes Höllefeuer. Da hat Franz Liszt gelächelt, denn er war Ungar und liebte sein Vaterland und alle Menschen und wollte nichts als Frieden. Meine Stammgroßmutter hörte, wie er sagte: Ich werde meine Symphonie als Diorama-Projektion aufführen und darin Papst Bonifaz inmitten einer Schar Engel zeigen, wie sie ihn den Läuterungsberg hinauftragen und er ins gütige Antlitz des Höchsten sieht. Mehr haben meine Stammgroßeltern nicht gehört, denn sie mussten sich schnell hinter dem Liszt-Denkmal verstecken, weil der Stupfler mit dem Keilhoff kam. Aber es stimmt alles, so wahr ich Stupfel heiße. François de Vienne hat sich im 18. Jahrhundert eine kleine Fantasie ausgedacht: L'amour est un enfant. Bevor ich die letzte Geschichte vorlese, möchte ich noch sagen, dass wir Doris Fittinghoff unter uns haben. Die hat diese ganzen Märchen auf Französisch übersetzt und wird dann das letzte Märchen auf Französisch freundlicherweise vorlesen. Jenisch kann leider keiner hier lesen.
Wir werden dieses Buch, das ist ja noch nicht fertig, das ist sozusagen das erste Buch, was ich hier in den Händen habe. Es wird erst noch gedruckt, weil die Lieferzeit sehr lang ist heute wegen der Papierschwierigkeiten. Also es wird erst vorgestellt, richtig, am zweiten Advent in Schillingsfürst im Schloss. Und da wird ein ganz großer Empfang stattfinden. Zweiter Advent, das ist der 5. Dezember, also wer Zeit hat, in das 107 Kilometer Schillingsfürst zu fahren, der ist natürlich auch dazu herzlich eingeladen. Also ich lese jetzt die letzte Geschichte vor. Das ist von 1896, auch da stimmt so gut wie alles. Sie heißt Citius Altius Fortius, also dreimal Latein. Ich, der Bronzestupfe, kann zwar kein Latein, aber mein Altgroßvater Pipifax hat es mir übersetzt. Es heißt schneller, höher, weiter und war das Motto der ersten Olympischen Spiele in Athen. Ja, 1500 Jahre waren die antiken Wettkämpfe wegen der Verehrung heidnischer Götter verboten. Erst 1896 traten zum ersten Mal wieder Athleten zum friedlichen Wettstreit an. Und das aus aller Herren Länder, sogar aus Deutschland. Wer von euch wohnt am ummauerten Graben? In der Nähe des Mausoleums, das der Reichskanzler Chlodwig erbauen ließ, und wo auch die schöne Cariclea Ypsilanti ihr Grab hat, ist das Monument mit 5 olympischen Ringen. Das ist tatsächlich der, von dem ich jetzt vorlese. Wer von euch nicht weiß, was draufsteht, dem sage ich jetzt. Das ist Erbprinz Philipp Ernst zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Er war der erste Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Deutschlands 1895-1896. Das steht also da tatsächlich drauf. Sie können es selber lesen, wenn Sie ihn fangen. Ich will ja nicht lügen, aber ich sage, dass die berühmten 5 Ringe die 5 Erdteile darstellen. Schwarz steht für Afrika, grün für Australien, rot für Amerika, gelb für Asien und blau für Europa. Aber weil das alles schon so lange her ist und niemand mehr die Wahrheit weiß, hat ein berühmter Schalk am ummauerten Graben weitere Monumente aufgestellt, auf denen die farbigen Ringe durcheinander geraten. Zuerst sind die Ringe oben grün, blau, schwarz, unten rot und gelb. Beim zweiten sind sie oben gelb, grün, blau und unten schwarz und rot. Beim dritten sind sie oben rot, gelb, grün, unten blau und schwarz. Beim vierten blau, schwarz, rot, unten gelb und grün. Und beim fünften und oben schwarz, rot, gelb, schwarz, rot, gelb, unten blau und grün. Das sind die 5 Ringe. Wer von euch mir sagt, welche Tafel davon die richtige Reihenfolge hat, der kriegt von mir einen Stupfel aus Schokolade. Und darauf steht langsamer, niedriger, näher. Das sagt euch mit gutem Gewissen euer Stupfel. Welche soll ich denn lesen? Die letzte? Das ist die letzte. Die letzte, okay. Moi, le stupfel en bronze, je ne maîtrise pas du tout le latin, c'est vrai. Mais mon arrière-grand-père, Pipifax, me l'a traduit, cette devise. Ça veut dire plus vite, plus haut, plus loin. C'était la devise
des premiers Jeux olympiques aux Athènes. Mais le monde dit chrétien avait interdit ces compétitions antiques pendant ces derniers 1500 ans parce qu'elles servaient à la glorification des dieux païens. Mais en 1896, les athlètes se rassemblaient pour des compétitions pacifiques. Ils venaient de tous les coins du monde, même d'Allemagne. Qui entre vous vit dans un fossé muré, près des mausolées construits par les chanceliers du Reich, Chlodwig, où se trouve le tombeau de la belle Chariclée Ypsilanti du château de Port-Brady? Il y a le monument avec les saints anneaux olympiques. Pour ceux qui ne savent pas tout ce qui est écrit dessus, je le dis maintenant. Prince héréditaire Philippe Ernst de Hohenlohe-Schillingsfürst était le premier président du Comité national olympique d'Allemagne en 1895-96. Je ne veux point mentir, mais je vous dis que les fameux cinq anneaux représentent les quatre continents, la couleur noire symbolisant l'Afrique, la couleur verte l'Australie, le rouge l'Amérique, le jaune l'Asie et le bleu l'Europe. Et comme il y a bien longtemps déjà, et personne ne connaît pas la vérité, un fou bien connu fit placer un deuxième monument sur lequel les cinq anneaux sont placés de la manière différente. D'abord, les anneaux en sont haut, vert, bleu, noir et en bas rouge et jaune. Puis, en haut, jaune, vert, bleu, en bas bleu et noir. Ensuite, en haut, bleu, noir, rouge et en bas jaune et vert. Enfin, en haut, noir, rouge, jaune, en bas, bleu et vert. Celui de vous qui ne sait me dire quel panneau montre l'arrangement correct reçoit un Stupfel en chocolat. Moins rapide, moins haut, moins loin, vous dit en bonne conscience votre Stupfel. Merci. Ich sehe gerade, wir sind noch in der Zeit, da könnte ich die französische Fremdenlegion auch noch lesen. Wollen Sie das hören oder sollen wir lieber aufhören? Noch weit. Gut, dann lese ich noch das mit der französischen Fremdenlegion. Wo habe ich denn den? Es klebt alles, weil es noch so neu ist und nur provisorisch zusammengeheftet. Entschuldigung. So. Also auf Jänisch heißt das Képi Blanc. Das Képi Blanc ist ja die Bedeckung. Nur damit Sie eine Ahnung haben, heißt es Drschein Adich. So hört sich also Jänisch an. Das Képi Blanc. Ich, der Bronzestupfel, lüge nicht, wenn ich sage, die französische Fremdenlegion hat ihren Ursprung in Schillingsfürst. 1794 hatten es in Paris die Scherenschleifer, Bettler, Vagabunden und Schausteller satt, dass sie dort keine eigenen Häuser bauen durften. Sie erstürmten die Bastille, das Gefängnis von Paris. Als sie aber anfingen, die Guillotine zu benutzen, wurde es den Adligen, den Fürsten und den anderen Privilegierten zu ungemütlich in Paris. Und sie ritten zu ihren Verwandten nach Franken, unter anderem auch nach Schillingsfürst, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Meine Alturgroßeltern staunten über die Dinge, die da plötzlich auf dem Schloss vor sich gingen. Es wurde sogar
Französisch parliert. Aber schließlich wurde es den jungen Männern unter den Gästen langweilig und sie schlossen Freundschaft mit den Söldnern und den Bauernburschen. Von ihnen lernten die Flüchtlinge, wie man Kriege gewinnt. Das gefiel ihnen so gut, dass sie beschlossen, gemeinsam eine Elitetruppe zu gründen, die sie damals Regiment de Hohenlohe, Wahrheit, nannten. Meine Alturgroßeltern hörten mit eigenen Ohren, dass sie nach Paris ziehen und dort für Ordnung sorgen wollten. Dazu gaben sie sich strenge Regeln, die sogar 2021 noch gelten. Sie wollten sich von gewöhnlichen Kriegern unterscheiden und erfanden deshalb den besonderen Paradeschritt, auch wahr, der nur 88 Schritte pro Minute hat, also wie Zeitlupe aussieht. Na, das fand mein Alturgroßvater aber lustig. Nicht-Legionäre dagegen marschieren 120 Schritte pro Minute, also nicht so gelassen und vornehm. Eher so, als wollten sie davonlaufen. Lebt einer von euch im Kardinalsgarten und hat schon mal einen Blick ins Museum geworfen? Nein? Das Fremdenlegionärsmuseum müsst ihr aber mal ansehen. Aber Vorsicht, da stehen. Ach, du hast es ja. Aber Vorsicht, da stehen stumme Menschen, die haben das Képi Blanc auf und eine grün-rot-weiße Uniform an und die siebenflammige Granate in der Hand. Mit denen ist nicht zu spaßen, sage ich euch. Wo die zuschlagen, da wächst kein Gras mehr. So wahr ich Stupfel heiße. Zum Schluss spielen wir einen Tambourin. Das ist ein französischer Bühnentanz von Esprit Philippe Chédeville. Es ist das neueste Buch von Frau Magne von der Zinti-Berge,
und eine ganz große Ehre, dass sie es bei uns zum ersten Mal repräsentiert hat. Das ist ja ganz was Besonderes. In die französische Sprache mit eintauchen hat lassen und diese ganz deutliche Aussprache, die so sehr gut zu verstehen war. Bei Ihnen bedanken im Namen unserer Bücherei. Ja, danke. André Sorokovny hat auch einen ganz großen Beitrag geleistet zu diesem Buch. Unsere Ausstellung in der Bücherei ab nächsten Sonntag und zu einer Finissage am letzten Sonntag im November. Das ist der erste Adventssonntag. Und da wird André da sein zum Künstlergespräch. Ganz herzlichen Dank unseren beiden Musikantinnen. Und am Schluss noch die Trommel. Wunderbar, wie er das spielt und wie sehr ihr harmonisch aufeinander eingespielt seid. Wahrscheinlich, so ungefähr. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Last not least, Michael Käfer, der es möglich macht, dieses ganze Stück auf Video dann noch anzusehen und nachzuvollziehen. Er macht es so professionell und bringt seine eigenen Geräte alle hier mit. Ja, ganz herzlichen Dank und vielleicht auf Wiedersehen bei der Finissage oder schon eher in unserer Bücherei.